Wie finde ich meine perfekte Investmentstrategie? Ja, genau darum geht es in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Ja, und wie findet man denn jetzt die passende Investmentstrategie? Genau diese Frage, oder zumindest in einer Abwandlung, wurde mir in einem Kommentar gestellt. Und deswegen dachte ich, ist doch mal ein interessantes Video, deswegen produziere ich es jetzt gerade. Also, wenn jemand anfängt, in dem Bereich aktiv zu werden, dann ist es oft so, es wird eine Entscheidung getroffen, es finden es gut, ich will jetzt was machen, voller Tatendrang, voller Motivation, super. Aber dann wird auf diese Finanzwelt getroffen und dort gibt es dann viele komplizierte Sachen, alles ist super verwirrend, es gibt sehr, sehr viele widersprüchliche Aussagen, auch verschiedene Berater. Und im Endeffekt ist dann die Frage, es gibt so viel, wie soll ich denn jetzt die passende Strategie finden? Und deswegen ist das einfach ein Video auf den Punkt, wie man seine perfekte Investmentstrategie findet. Und das Ganze machen wir anhand von drei Fragen. Die erste Frage ist, wie ist denn aktuell mein Kenntnisstand? Denn das muss ich natürlich maßgeblich in meine Entscheidung einfließen lassen, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, wo befinde ich mich und was kann denn überhaupt die richtige Strategie sein. Wenn ich viel Vorahnung habe oder mich viel mit bestimmten Themen schon auseinandergesetzt habe, hat es natürlich einen immensen Wissensvorteil, den ich einbringen kann. Wenn ich allerdings einfach sage, ich möchte ein bisschen was machen, habe mich damit noch nicht so beschäftigt, dann ist natürlich eine andere Strategie zielführender. Und welche das ist, das kommt am Ende des Videos. So, die zweite Frage, nicht 3, 2, die zweite Frage ist, was bin ich denn bereit zu investieren? Jetzt gar nicht mal an Kapital, sondern an Zeit in der Einarbeitung. Das ist wirklich wieder maßgeblich, denn wenn ich keine Lust habe, mich wirklich intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ist das völlig in Ordnung. Man kann trotzdem eine Strategie finden und es gibt auch sehr, sehr einfache Strategien, die langfristig Sinn machen. Das muss man wissen. Möchte ich mich überhaupt mit dem Thema viel beschäftigen oder nicht? Möchte ich einmal ein richtiges Fundament bilden, auf dem ich dann aufbauen kann und mit dem ich mich dann nicht mehr so oft beschäftigen möchte und muss? Oder möchte ich wirklich Zeit aufbringen und sagen, hey, ich finde das Thema interessant, ich möchte da auch selbst was machen, ich möchte verstehen, warum das so funktioniert? Dann sind natürlich andere Strategien viel, viel sinnvoller, weil man dann natürlich auch durch das Erarbeiten von Wissen einen Wissensvorteil erhält, das wieder in seiner Strategie einsetzen kann und im Endeffekt dadurch dann wieder Vorteile generieren kann. So, und der dritte Punkt ist, was ist mein Ziel? Was möchte ich denn eigentlich mit dem Investment, was ich jetzt tätige, erreichen? Ist es einfach nur Kapitalzuwachs? Ist es ein Vermögensaufbau? Ist es die Rentenlücke zu schließen? Sind es laufende Einnahmen? Das ist natürlich auch entscheidend dafür, welche Strategie ich eigentlich gerade auswähle. Und jetzt kommen wir dazu, welche Strategien es gibt. Das Ganze gliedert sich einfach nur in zwei Bereiche meiner Meinung nach. Einmal das aktive Investieren und das passive Investieren. Je weniger ich machen möchte und je weniger ich mich damit beschäftigen möchte, desto mehr muss ich in einen passiven Bereich gehen. Und passive Bereiche, das ist, wenn ich über die Börse spreche, vor allem ETFs. Warum ETFs? Weil ich einfach breit diversifiziert investieren kann mit einer relativ geringen Quote, also mit einer relativ geringen Kostenquote und von einem Gesamtmarkt profitiere. Für viele, die keine Lust damit haben, sich zu beschäftigen, was macht der Markt, geht er hoch, geht er runter, und einfach nur wissen, ich möchte in ein Produkt hineinsparen in gewisser Weise, ohne viel mich damit beschäftigen zu müssen, für die sind passive Investmentstrategien eine super Sache. Und es ist natürlich auch nachgewiesen, dass dieses passive Investieren viele, viele Vorteile bietet, im Vergleich natürlich zu einem aktiv gemanagten Fonds zum Beispiel. Das heißt, wenn ich mich wenig damit beschäftigen will, muss ich in einen passiven Bereich gehen und mir da einmal die Grundlage bilden. Das heißt, warum setze ich das Ganze jetzt so auf? Welche Auswahl möchte ich treffen von den verschiedenen ETFs, in die ich investiere? In welche Märkte möchte ich vielleicht investieren? Aber dann ist der Zeitaufwand, der dann noch anfällt, extrem gering. Man muss natürlich auch da dann weiter adjustieren. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel als Sparplan mache, möchte ich immer gleich besparen, oder wenn sich jetzt maßgeblich die Gewichtung des Portfolios geändert hat, muss ich dann vielleicht auf Quartalsbasis oder auf Jahresbasis vielleicht mal Sparraten ändern. Aber der Zeitaufwand ist deutlich geringer als bei den aktiven Sachen, zu denen wir jetzt kommen. Das ist dann der Fall, wenn man sagen möchte, hey, ich möchte richtig was machen, ich möchte dabei noch viel mehr lernen
Und ich möchte wirklich auch aktiv unterwegs sein. Ich möchte mir aussuchen, in was ich investiere. Und ich möchte mir aussuchen, warum das gerade Sinn macht, in was ich investiere. Und ich habe auch wirklich Lust, mich damit zu beschäftigen, mir das Wissen anzueignen. Und ich möchte auch einfach alles am besten verstehen. In dem Fall sind aktive Strategien natürlich viel, viel besser, weil man daraus dann in gewisser Weise noch ein Hobby macht und gleichzeitig damit, wenn man es richtig macht, Geld verdient, in Form von der Rendite, die man macht. Natürlich muss man immer ins Verhältnis stellen auch, ja, wie viel Zeit möchte ich damit verbringen? Und man kann natürlich auch bei passiven Strategien, wenn man die wählt, sagen, hey, ich arbeite mich trotzdem ein, ich möchte aber schon mal anfangen und fange jetzt dann an, mich zu steigern und komme dann vielleicht nachher zu dem Punkt, wo ich sage, okay, mein Wissen hat sich jetzt so weit aufgebaut, jetzt möchte ich vielleicht auch andere Aspekte noch mit reinnehmen, ich möchte andere Sachen noch machen. Das kann immer Sinn machen, das muss nur jeder für sich selbst entscheiden und es muss die Entscheidung klar sein, wie viel Zeit möchte ich denn damit verbringen. Denn für viele interessieren sich für Finanzen jetzt nicht so sehr, wie ich mich jetzt zum Beispiel, das ist auch völlig in Ordnung, das heißt aber doch nicht, dass man darauf verzichten muss, Rendite mitzunehmen und das Kapital, was ja hart erarbeitet ist in den meisten Fällen, einfach wertloser werden zu lassen. Deswegen, die richtige Strategie ist wichtig. Es gibt sehr, sehr viel. Es unterscheidet sich eigentlich meiner Meinung nach zwischen passiven und aktiven Strategien. Und mich interessiert jetzt mal, welche Strategie du verfolgst. Schreib mir das mal hier unten in die Kommentare. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, liken und abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video. Und ja, ansonsten freue ich mich, dich auch im nächsten Video wiederzusehen. Weitere Videos findest du hier und einen weiterhin erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.